Grund zum Feiern gab es vor kurzem für die Trainees der Salzburg AG. 18 Monate lang konnten sie Einblicke in unterschiedliche Abteilungen des Unternehmens gewinnen und ihr Können unter Beweis stellen. Und dazu war eben auch eine Projektarbeit zu erstellen. Diese Projektarbeit wird eben heute präsentiert, eben vor den beiden Vorständen und auch den Business Unit Leitern und anderen Führungskräften. Ich gehe davon aus, dass es erfolgreiche Präsentationen werden und danach haben wir natürlich auch ja einen dementsprechenden Abschluss mit einer kleinen Feier. Ein Traineeship in einem großen Unternehmen ist vor allem auch strategisch sehr wichtig, um die besten Köpfe des Landes zu rekrutieren. Die Salzburg AG steht vor ganz großen Herausforderungen. Wir haben viel vor, wir haben viel zu tun, von der Energiewende über die Digitalisierung. Wir haben viele Aufgaben. Wir sind auch mit einer Kampagne unter dem Claim, wir arbeiten dran, jetzt gerade in der Öffentlichkeit. Das Wichtigste dabei sind die Kolleginnen und Kollegen. Das Wichtigste dabei ist es, Menschen für die Salzburg AG zu begeistern, die da mitmachen und die besser auf die Straße bringen. Und gerade in diesem Zusammenhang ist ein Trainee-Programm, ein erfolgreiches Trainee-Programm, ein Goldstück genau dieser Rekrutierung. Die Projektarbeiten zu spezifischen Themen von E-Mobilität bis hin zum Mitarbeiterinnen-Empfehlungsprogramm wurden in enger Abstimmung mit den jeweiligen Abteilungsleiterinnen und Leitern durchgeführt und lieferten für alle spannende Ergebnisse. Wir haben uns um die Konzeptionierung und Umsetzung eines PV-Dashboards gekümmert. Über alle Produkte, über alle PV-Produkte von der Salzburg AG. Also das Projekt haben wir circa vor einem Jahr bekommen, jeweils zu zweit und eingeplant waren circa 1 bis 1,5 Stunden pro Woche. Ja, mein Traineeship ist eigentlich sehr gut verlaufen, finde ich. Ich habe drei Stationen durchgemacht. Ich war bei der Energieberatung, ich war bei der Fernwärme, habe dort bei dem Projekt Sitzenheim 2 mitwirken dürfen oder wirke noch immer mit. Ich werde in der Salzburg bleiben und werde das Projekt vollenden. Danach stehen auch schon wieder weitere Projekte an. Ich freue mich schon auf den weiteren Arbeitsweg. Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Also wir haben sehr viel gelernt. Wir hatten viele Seminare und Ausflüge. Und grundsätzlich war es auch sehr flexibel gestaltet. Also wir konnten gut auch mitbestimmen, wo wir hinwollen und in welche Richtung wir gehen wollen. Und ich finde, es war durch und durch gut organisiert. Die ausgearbeiteten Daten und Erkenntnisse der Trainees verstauben nach der erfolgreichen Präsentation natürlich nicht in einer Schublade, sondern es wird intensiv am erkannten Potenzial weitergearbeitet. Mich begeistern an diesen Präsentationen ist gerade drei Sachen besonders. Das erste ist die Leidenschaft, mit denen die gemacht wurden, die Kolleginnen und Kollegen da gearbeitet haben. Das zweite ist die Themenauswahl, wie zielsicher die Diversität des Portfolios der Salzburger AG abgebildet ist. Also alle wichtigen Bereiche abgedeckt. Und das dritte ist der qualitative Tiefgang. Also da habe ich wirklich ein gutes Gefühl für unsere Zukunft. Im Herbst beginnt bereits das neue Trainee-Programm. Wir suchen dafür Absolventen in der Studienrichtung in Betriebswirtschaftslehre, Informationstechnik, Elektrotechnik oder auch Nachhaltigkeitsmanagement. Das Traineeship selber hat wieder als Design ein klassisches Training on the Job. Das bedeutet ja, dass das gelernte Wissen eben erfolgreich in der Praxis umgesetzt wird. Wir halten es auch mit dem Aspekt ja fördern und fordern. Ja, das bedeutet, wir geben unseren Trainees wirklich einige Seminare in Bezug der Fach- oder der Persönlichkeitsentwicklung, dann auch wieder eine Projektarbeit, aber dann schon auch so unter dem Fokus, ja, Learn Your Company. Wir haben verschiedene Site-Visits, Exkursionen zu den Außenstellen, zu den anderen Business-Units, um eben ein schönes, rundes Bild der Salzburg AG zu erhalten. Bewerbungen sind ab sofort möglich unter www.salzburg-ag.at/karriere.